So. Wieso? Ich möchte gerne... Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Ich möchte eigentlich gern wissen, wie es weiterging da mit dem Gefängnis. Whitechapel Street. Wir befinden uns in einem der Hauptbezirke des Viertels. Hier ist nichts Interessantes. Ach, da ist nichts Interessantes, alles klar. Meinen Kindern und mir ist nichts geblieben, nicht mal unser Zuhause. Sie sind doch noch Babys. Brot, ich flehe sie an, Sir. Und wo sind die jetzt? Hast du die unterm Rock versteckt? Hast du sie allein zu Hause? Ja gut, zu Hause hast du nicht mehr. Aber was, naja. Ich bin ja hier kein Sozialarbeiter. So, wo müssen wir denn jetzt mal hin? Sie sind nicht von hier. Gehen Sie besser wieder. Ist keine gute Gegend. Aha. Ja, ja, ich weiß, dass mein Charakter sich schneller bewegt. Wenn ich R2 drücke, aber ich möchte mal gucken. Hallo? Hi. Ich glaube, wir müssen gleich mal in die Aufzeichnung gucken, wo wir denn hin müssen. Ich glaube, zum Friedhof, ne? Hier ist das öffentliche Hospital, das wir suchen. Ach, Hospital, nicht Friedhof. Das Hospital war am Friedhof. Guten Tag, der Sherlock ist da. Und der Watson. Was machen Sie da? Das ist Sisyphus-Arbeit, das weißt du schon, ne? Hi. Okay. Ich glaube, die sind alle krank. Oder betrunken. Sind Sie Personal oder warum waschen Sie hier? Madam? Ich habe Hunger. Helfen Sie mir in Gottes Namen. Du hast eine Schnapsnase. Übrigens, wenn du Hunger hast, ne, ist hier ein Krankenhaus die falsche Adresse. Möchte ich mal meinen. Okay. Sie wissen schon, dass hier Betten frei sind und da draußen sehr viele krank rumlungern. Sir? Guten Tag, bitte entschuldigen Sie. Oh, Grant, bist du's? Ja, aber einen Augenblick. John Watson. Eine halbe Ewigkeit haben wir uns nicht mehr gesehen. Seit der medizinischen Fakultät, wenn ich mich recht entsinne. Ja, jung und ehrgeizig waren wir damals. Ich hätte nicht erwartet, dich hier anzutreffen. Ich dachte, du wolltest nach Amerika. Ich hab's mir anders überlegt. Im Endeffekt wollte ich doch lieber faulige Beine amputieren. Ah, das war ein Scherz, John. Leider konnte ich nicht nach Washington übersiedeln. Ich musste die Chirurgie an den Nagel hängen. Stattdessen sitze ich hier in diesem Rattenloch und verrichte mein Tagwerk im Elend dieser Welt. Grant, es ist ein ehrbares Unterfangen, Bedürftige zu behandeln. Du unterschätzt die Wichtigkeit deiner Arbeit. Wenn du das sagst... Am Anfang habe ich das so gesehen wie du. Aber mit der Zeit erscheint einem diese verfluchte Gegend wie die Hölle auf Erden. Man denkt, schlimmer geht's nicht. Nur um am nächsten Tag eines Besseren belehrt zu werden. Jetzt haben diese armen Leute auch noch mit dem Hunger zu kämpfen. Der Arztberuf bringt es mit sich, dass man immer wieder an seine Grenzen stößt. Grant, darf ich vorstellen, Sherlock Holmes. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ohne triftigen Grund kommt niemand freiwillig hierher. Also nehme ich an, dass es ein bestimmtes Anliegen für diesen Besuch gibt. Wie kann ich helfen?
Ja, darf ich dir mal meinen Skalpell zeigen und du sagst, sagst mir, ob das von hier ist? Dr. Grant, wir sind im Besitz eines Skalpells, das an einem ungewöhnlichen Ort gefunden wurde. Stammt es aus Ihrem Hospital, wie wir vermuten? Laut Gravur ja. Könnte gestohlen worden sein. Hier verschwinden viele Dinge, müssen Sie wissen. Das Leben in Whitechapel ist kein Zuckerschlecken. Wenn die Angestellten eine Möglichkeit finden, ihr Gehalt aufzubessern, lassen sie sich diese Chance nur selten entgehen. Danke, Doktor. Mhm. Ja, danke und tschüss. Leben Sie wohl, Doktor. Vielleicht bis bald und passen Sie auf sich auf. Natürlich. So, also hier wird viel geklaut, habe ich gehört. Der Ofen funktioniert kaum. Deswegen ist es hier wahrscheinlich auch so feucht und kalt. Unfassbar. Man könnte hier doch wenigstens ein wärmendes Feuer für die Patienten machen. Da hast du recht, Watson. Leg doch mal ein bisschen Holz auf. Wie alle Kranken, die hier liegen, ist auch diese Person hier ziemlich still. Das überrascht mich nicht, Holmes. Die Kranken sind zu schwach. Sie leiden bereits seit Wochen an Unterernährung. Ich wollte gerade sagen, was sollen sie denn hier auch machen? Samba tanzen? Ich bin mir auch sicher, dass man hier nicht gesund wird. Wie alle Kranken, die hier liegen, ist auch diese Person hier ziemlich still. Das überrascht. Sagt das jetzt bei jedem? Den darf ich gar nicht erst angucken. Okay. Wie alle Kranken, die hier... Das ja, ist ja okay. Okay, hier ist aber nix. Wieso darf ich den dann nicht angucken? Hm. Lässt sich nicht öffnen. Hm. Okay. Dann gehen wir wieder. Tschüss. Wie kann ich helfen? Offensichtlich gar nicht. Okay, was hat das jetzt gebracht? Wir wissen jetzt, dass das da wahrscheinlich gestohlen wurde. Watson, was sagst du dazu? Watson! Ich schlage vor, wir gehen zum Friedhof gleich gegenüber dem öffentlichen Hospital. Ach so, ja, das ist eine gute Idee. Holmes, der Mann von der Suppenküche verrichtet nicht nur ehrenamtliche Arbeit, sehen Sie? Ein Würfelspiel. Ja, das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Kostenlose Suppe gleich hier nach der Messe. Nur keine Scheu. Dank der unermesslichen Großzügigkeit von Prinz Woodwill ist für jeden eine Portion übrig. Eine Essensmarke für eine Schale mit heißer Specksuppe. Entschuldigen Sie, guter Mann. Sie sehen nicht wie jemand aus, der Hilfe braucht. Wir sind nicht wegen der Suppe gekommen, sondern nur zufällig hier in der Gegend unterwegs. Aber ich möchte Ihnen für Ihr gutes Werk meine Bewunderung aussprechen. Der Dank gebührt dem wohltätigen Prinz Woodwell. Ich fülle nur die Schalen. Nie zuvor hat hier jemand an die armen Leute gedacht. Sehen Sie sich um. An jeder Straßenecke gibt jemand Suppe aus, so wie ich. Ich bin hier groß geworden und versichere Ihnen, das ist das erste Mal, dass die feinen Pinkel sich um uns scheren. Und es versucht niemand, einen Vorteil daraus zu ziehen? Nein, Mister, das geht nicht. Sie müssen eine Essensmarke gegen eine Schale Suppe tauschen. Die Essensmarken sind mit dem Datum des aktuellen Tages versehen und werden nach der Messe ausgegeben. So kann niemand betrügen. Mhm. Okay, aber, Watson, aber das Glücksspiel hier, hör mal. Oh, mein Controller, ist bald leer. Wartet mal kurz. Wie lange spielen wir denn heute schon? So, bisschen Strom. Da ist noch was. Whitechapel Street.
Wir befinden uns in einem der Hauptbezirke des Viertels. Ist okay. Wissen wir ja schon. Eine mobile Suppenküche. Aber wenn wir hier überall diese Wagen haben, ne? Wieso sind die dann alle noch so hungrig? Die kriegen doch dann, also, dass die immer noch Hunger haben, ist schon klar, aber die kriegen doch wenigstens eine Portion. Ich habe Hunger. Helfen Sie mir in Gottes Namen. Warum holst du dir keine Essensmarke? Lässt sich nicht öffnen. Selbst an diesem Ort werden die armen Leute ihrem Schicksal überlassen. Hey, Pfaffe! Hey, Lack- und Ledertyp! Hallo! Okay. Hi. Geht's euch gut? Und sie verkauft hier Blumen? Ernsthaft? Kaufen Sie Blumen für Ihre verstorbenen Lieben, mein Herr? Nee. Ich habe keine Lieben und auch keine Verstorbenen. Tut mir leid. Dieser Friedhof ist ein Sinnbild für ganz Whitechapel. Finster, unheilvoll und heruntergekommen. Aber welch begrünt. Schrecklicher Ort für die letzte Ruhe. Wenigstens plagt sie nicht mehr der Hunger. Jo, so kann man es auch sehen. Immer positiv denken, Sherlock. Immer positiv denken. Spiel, ich weiß, dass ich mit R2 rennen kann. Will ich aber nicht. Lass mich. Sag mal. Ist das Vollsand? Okay, da geht's lang. Ich dachte, man findet hier noch irgendwas anderes Interessantes. Die Schaufel gehört den Friedhofsarbeitern. Ach. Handzettel. Nächste Suppenausgabe, 19. September. Dank der Großzügigkeit von Prinz Woodwill wird im Stadtviertel Whitechapel erneut Suppe ausgegeben. Diese Essensmarke ist gültig für eine Portion für jeder Suppenausgabe am 19. September. Kurz, vergiss nicht, das Werkzeug vom Friedhof mitzunehmen und kommen diesbezüglich Grape Ape. Ach, der hat da, okay. Ein Handzettel für die Suppenküche. Dieser Handzettel trägt das Datum von übermorgen. Die Essensmarken für die Suppenküche werden aber immer am gleichen Tag ausgegeben. Er muss also von jemandem stammen, der dort arbeitet. Und den benutzt er als Schmierzettel? Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Ah, okay. Das Seil ist nur an einer Seite abgenutzt. Okay. Das Seil ist nur an einer Seite abgenutzt. Okay. Das Seil, mit dem der Bischof von Knightsbridge gefesselt wurde, stammt von diesem Friedhof. Es ist nur auf einer Seite ausgefranst, weil es dazu verwendet wurde, Särge in die Gräber hinunterzulassen. Mhm. Habe ich ja gut verglichen schon. Lässt sich nicht öffnen. Natürlich nicht. Hallo. Hier geht's noch weiter. Spiel, ich möchte nicht rennen. Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Ich
habe ich mich ausreden lassen, es tut mir leid, aber er möchte die Proben vergleichen. Feuchte, schwarze Erde. Frisch umgegrabene Erde, noch feucht. Das ist die gleiche feuchte, dunkle Erde, die wir auch im Haus des Bischofs von Knightsbridge gefunden haben. Sie so stammt also aus einem Grab. Kein schöner Gedanke. So hat er es analysiert. Feuchte, dunkle Erde ist die gleiche Erde. Das muss die Werkstatt des Totengräbers sein. Wenn man sich diesen Ort hier ansieht, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass hier nicht besonders viel gearbeitet wird. Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Granit. Das Gestein stammt vom selben Granitblock. Ja, das sieht man ja sehr... Das Gestein stammt vom selben Granitblock. Sehr eindeutig. Das Gestein stammt vom selben Granitblock. So, und ich glaube, das passt hier auch direkt rein, ne? Muss ich noch mehr hier machen? Das Gestein stammt vom selben Granitblock. Schwarze Farbe. Aha. Auf beiden Steinen befindet sich dieselbe schwarze Farbe. Dieser schwarz angemalte Stein ist identisch mit der Probe aus dem Seil, das wir in der Baker Street analysiert haben. Und mit der Probe von den Schuhabdrücken der Mörder des Bischofs von Knightsbridge. Alles fügt sich zusammen, Watson. Die Granitfragmente aus dem Haus des Bischofs stammen von den Grabsteinen dieses Friedhofs. Genauso wie das Seil, mit dem der arme Mann in Schach gehalten wurde. Mit Seilen wie diesen werden die Särge ins Grab hinabgelassen. Mir fallen nur zwei Gründe ein, warum jemand viel Zeit auf einem Friedhof verbringen würde. Entweder die Person ruht sich hier aus, für immer, oder sie arbeitet hier. Mindestens einer der Mörder des Bischofs muss also hier beschäftigt sein. Ein Jammer. Würde der Kerl hier ruhen, hätten wir es leichter. Ja, Watson. Witzig. Witzig. So, haben wir denn hier noch irgendwas Interessantes? Sind wir jetzt schon wieder rausgegangen? Wieso sind wir denn jetzt rausgegangen? Ich wollte doch hier noch ein bisschen gucken. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Nö, nichts Interessantes mehr. Na, dann lasst uns doch mal gehen. So, das haben wir also herausgefunden. Halten wir nach einer mobilen Suppenküche Ausschau, Holmes. Abgefunden. Eine mobile. Hab ich gefunden. Würden Sie mich bitte in Ruhe lassen? Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Schon, aber. Die gute Specksuppe ist nicht für Sie gedacht, Gentlemen. Wir sind auf der Suche nach zwei Männern namens Grape Ape und Kurz. Kennen Sie sie? Sehen Sie nicht, dass ich Suppe ausgebe? Schon, aber was macht denn das Würfelspiel dann da? Sie schon wieder. Sie sind reich. Sie kriegen keine Suppe. Die ist für die Bedürftigen, nicht für die feinen Pinkel. Und wie würde es Ihnen gefallen, wenn Sie die Chance hätten, zwei feinen Pinkeln beim Würfelspiel mal richtig eins auszuwischen? Mit dem größten Vergnügen. Wie viel wollen Sie setzen? Ihr Ring gegen die edle Silberuhr meines Freundes. Holmes, mein Bruder hat mir diese Uhr vermacht. Sie ist für mich von hohem ideellem Wert. Watson, zeigen Sie Ihre Uhr doch mal unserem Freund hier. Ich bin dabei. Fangen wir an. Gut, Mister. Wer zuerst 36 Punkte oder mehr schafft, hat gewonnen. Okay, ich glaube, wir würfeln sie und erreichen sie als erster 36 oder mehr Punkte. In den Totenkopf, was?
Wenn sie den Totenkopf würfeln, verlieren sie alle Punkte dieser Runde. Oh Gott. Wir verzocken jetzt die Uhr von Watson, ne? Ist euch klar? So, wir haben 3. Wir haben 1. Super. Wir haben 3. Wir haben 4. Wir haben 1. Hey, ich muss bis 36 kommen, oder was? Schade. Ah, so, jetzt. 4. Ja, natürlich. Jetzt habe ich's geschnallt. Nehmen wir mal. Mega spannend. Toll. Voll das Glücksspiel hier. Watson, so toll war die Uhr doch nicht, oder? Watson, willst du wirklich die Uhr behalten? Das war wohl nichts, Holmes. Nee. Nochmal. Aber wir dürfen so lange, bis wir gewinnen, oder? Oder wir würfeln einfach nur noch Totenköpfe. Einfach nur noch Totenköpfe würfeln. Natürlich. Das gibt's doch nicht. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir durften so lange spielen, bis wir ihn abgezockt haben. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Ich habe gewonnen, du nicht. Wir haben gewonnen. Hey, nicht so schnell. Wir spielen nochmal. Kommt nicht in Frage. Sie haben verloren und schulden mir Ihren Ring. Dieser Ring bedeutet mir sehr viel. Mein Vater hat ihn mir gegeben, bevor er gestorben ist. Erstickt an seinem eigenen Glasauge. Meine Mutter ist nie darüber hinweggekommen und hat sich umgebracht. Sie hat ihren Kopf mit ihrem Holzbein zertrümmert. Und das kurz bevor sie erfahren hat, dass meine Schwester, eine Prostituierte, sich mit einer beschämenden Krankheit angesteckt hat. Alle Haare sind ihr ausgefallen. Und damit nicht genug. Unser Hund wurde überfahren, als... Da Ihnen der Ring so viel bedeutet, dürfen Sie ihn behalten. Wie wäre es, wenn Sie mir stattdessen ein paar Dinge über Grape Ape verraten? Das ist doch ein redliches Tauschgeschäft, finden Sie nicht auch? Grape Ape arbeitet für uns.
Normalerweise kümmert er sich um die Essensmarken. Aber wir haben ihn schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Wo findet man ihn für gewöhnlich? Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er mit seinen Kumpels vom Hospital unterwegs. Die Typen aus der Leichenhalle. Das ist alles, was ich weiß. Sie wissen genug. Behalten Sie ihn, Ring, guter Mann. Schließlich ist er ein Andenken an Ihren armen Vater. Ein Andenken an meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester und meinen Hund. Aber natürlich. Was mit der Leichenhalle? Eine Sache noch. Sie haben gesagt, dass die Freunde von Grape Ape in einer Leichenhalle arbeiten. Können Sie mir sagen, in welcher? Die Leichenhalle im Hospital. Ich muss sagen, wirklich ein komischer Job. Sie waschen die Toten, kleiden sie an, schneiden ihnen die Haare, schrubben das Blut vom Boden, jagen Ratten, zertreten Kakerlaken. Da gebe ich lieber Suppe aus, Mister. Befindet sich unter den Arbeitern ein gewisser Kurz? Hören Sie, wir haben nicht um Informationen über die ganze Stadt gespielt. Mehr sage ich Ihnen nicht. Das Hospital hat also seine eigene Leichenhalle. Interessant. Ja, wie ich gesagt habe. Und ist sogar die Lieblingsleichenhalle der Totengräber. Klar, der Friedhof ist ja gleich um die Ecke. Danke, guter Mann. Ja, danke, guter Mann und tschüss, ne? Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, Mister.